Ne, hey, Schorsch, Leute, willkommen zurück zum Schorsch, zum Sonntag. Ich hab's mir immer noch nicht angewöhnt, das zurück wegzulassen, aber ist ja nicht so wichtig, ne? Ich glaube, ich bin auch heute mal ein bisschen viel zu nah irgendwo an der ganzen Sache, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie stehe ich schon an meinem Schreibtisch, mein, ist ja auch nicht wichtig, ne? Auf jeden Fall, moin Leute, was ist los, wieso, weshalb, warum? Und, ja, muss erstmal eine Sache anmerken, nämlich, was Streams angeht, ich streame in letzter Zeit weniger, als ich eigentlich möchte. Und das liegt irgendwo mehr daran, dass ich jetzt in letzter Zeit sehr viel darüber nachgedacht habe, wie es bei mir jetzt weitergeht. Unter anderem halt jobtechnisch etc. pp. Morgen werde ich da halt schon mal ein bisschen gucken, dass ich mal das mal wieder so meinen Lebenslauf mal generell mal wieder auf ein Dings kriege, auf eine Pfanne. Und ja, dann schauen wir mal, wie das so weitergeht, nicht wahr? Weil ich habe jetzt im Laufe der Woche mir mal ein paar Gedanken gemacht über aktuelle Situation und dass ich es eigentlich an sich noch relativ gut habe aktuell, dass relativ wenig Scheiße passiert, sagen wir es mal so. Und ja, es ist eigentlich ganz schön, deswegen, warum streame ich nicht mehr? Das ist die Frage. Ja, irgendwie ist es bei mir aktuell ganz merkwürdig. Ich möchte irgendwo nur noch streamen, wenn ich tatsächlich auf was Bestimmtes Lust habe. Und aktuell ist es irgendwo ganz merkwürdig, dass ich nicht wirklich Lust auf irgendwas habe. Ich weiß nicht, ob das an diesem komplett durchgeknallten Wetter liegt. So von wegen gestern nur Schnee und Regen, heute wieder Sonne und alles ist wieder weg. Und ja, es ist ein bisschen eigenartig alles jetzt diese Woche. Deswegen schauen wir mal, wie es weitergeht. Und auf jeden Fall, bevor ich das jetzt nicht vergesse, vielen Dank an unsere Patreons, natürlich wie immer. Dürfen wir natürlich nicht vergessen, werden wir auch nicht vergessen, um Himmels Willen. Aber ja, bei mir hat sich jetzt in dieser Woche so einiges getan, was ja generell meine Gedankengänge angeht, bezüglich was möchte ich wegen meiner Zukunft und wie sieht's denn generell aus. Und ja, ich weiß noch nicht, was passieren wird, ich weiß, ich wiederhole mich da schon wieder und im Grunde ist es weird, aber ja, ich möchte irgendwo auch nur noch streamen, wenn ich wirklich Lust drauf habe und aktuell ist es irgendwo nicht der Fall. Könnt am Winter liegen, könnt am Frühling liegen, ich weiß nicht. Kann man das Frühling nennen? Ich meine, es schneit überwiegend noch, also von daher laber mir auch schon wieder ein wässriges Maul hier, davon mal abgesehen. Was ganz anderes, ein Spiel, wo ich immer wieder raufgucke in letzter Zeit, in meinem Regal ist der gute Schnatz hier, nämlich, habe ich mir vor Ewigkeiten mal geholt, 4 CDs für die PlayStation 1, ne? Und immer wenn das Spiel mal zum Spruch kommt, sagen immer Leute, boah, das ist voll geil. Und dann guck ich so drauf und selbst das Spiel sagt, Alter, 80 Stunden. 80 Stunden Spielzeit, das ist eine Menge Spielstunden. Wenn du mal legst, heutzutage kriegst du sowieso nur noch eine CD. Das liegt daran, weil unsere Datenträger so cool sind. Damals hast du einfach mal 4 fucking CDs gekriegt. Und ich sag mal so, ich find's irgendwo cool. Ich meine, vor allem, ich habe das seit Jahren in meinem Regal und noch nicht einmal angefasst. Das ist eigentlich irgendwo peinlich, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ja, wenn man das halt so ein bisschen sammelt so nebenbei, dann passiert sowas mal, ne? Ich habe das mal, glaube ich, günstig irgendwo online gefunden und habe dann gesagt, oh geil, das sieht ja interessant aus. Das ist doch schon mal von Gehör, der bestimmt cool. Und ich weiß nicht. Vielleicht schmeiß ich es irgendwann einfach mal rein in die PlayStation und guck, wie es läuft. Im Stream oder so, ich weiß nicht, wie es ist. Deswegen, aktuell ist es bei mir sehr viel. Ich möchte mich nicht zu Streams zwingen und dass sie dann am Ende nicht so laufen wie erwartet und dann ist man wieder scheiße drauf und ist irgendwo ganz merkwürdig bei mir. Deswegen weiß ich auch nicht, ob heute ein Stream kommt, kann ich leider nicht sagen. Ich habe generell ein bisschen im Kopf, was alles angeht. Nicht wirklich Kopf für Streams und alles. Von daher, sorry dafür, ich werde versuchen, dass wir da wieder irgendwie auf den Laufenden kommen. Man weiß nicht, wie das ist. Man weiß nicht. Gut, aber ich will auch jetzt hier nicht weiter drum herum reden, weil ich hätte mir letzten Endes sowieso nichts aus den Fingern saugen, was mir irgendwo einfällt. Von daher, euch ein schönes Wochenende noch und eine schöne restliche Woche. Wir sehen uns dann hoffentlich im Laufe der Woche in Streams, sofern ich mal halbwegs dazu aus dem Arsch komme. Bis dahin. See you, Leute.